Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem 5. Minecraft Dungeons Video mit dem lieben Yamato und dem lieben Shrubi. Guten Abend. Heute wollten wir auf jeden Fall, was ich am interessantesten finde, in die Feuerschmiede. Weil, kommt mir am geilsten vor. Feuer ist immer geil, Lava auch. Von daher würde ich sagen, wir bleiben drin. In der feurigen Schmiede lässt der Erzillager grauenhafte Maschinen bauen, welche die Dörfer der Oberwelt verwüsten. Das muss aufhören. Schlage mit ganzer Stärke zu. Mache diese Schmiede den Erdboden gleich. Okay, wild, Mann. Das heißt, ein Boss dieses Mal. Ein Golem? Ja, ein Feuergolem, Lava-Golem würde ich sagen. Lava, ne? Ja. Was war das für ein Schatten da gerade? Da war irgendein Kopf im Hintergrund, ne? Und auch gesehen, ne? Mal gespannt. Ich glaube, eine Überraschung. Bestimmt Endboss oder sowas. Ja, war doch nicht auf dieser Map. Wir töten ihn und haben das Spiel durch. Einfach, das Spiel löst sich dann von alleine. Aber ich finde, wenn wir das Spiel so langsam durchspielen, machen, wenn man das Spiel jetzt nicht jeden Tag spielt. Nee, dann ist es chillig auf jeden Fall. Ja. Wen gehört denn das Lama? Mir! Leute, wann hast du das denn bekommen? Letztes Mal. Ach so. Letzte Folge. Jetzt habe ich drei Haustiere. Digga, ich habe nicht mal ein Haustier, du hast drei. Du kriegst sicherlich auch noch eins. Ja, wenn nicht, dann verklage ich das Spiel. Die installierst du. Ich will ein Huhn haben. Das Huhn kriegst du, wie gesagt, glaube ich auch nur aber dadurch. Durch die Hero Edition. Weil Hühner sind einfach geil. Ich hätte gerne ein Huhn als Haustier. Ja, die Herzen sind sehr lecker. Okay, wir haben alle schon gelootet. Oh, legendärer Hammer! Legendärer Hammer? Oha! Ja. Oha, Thors Hammer, Junge! Thors Hammer, jawoll! Der, Leute, der blitzt auch noch! Suche die Schmiedenkerne. Okay? Oha! Oha, wie geil das aussieht, du bist echt Thor, Junge. Hier ist ein Golem irgendwie. Ja, aber der ist kaputt. Ist er dein gestürzt? Schon wie tot. Ah! Weil du überlebst das ja, du hast ja mehr Schild als ich. Halt vergessen. Ich gehe mal oben lang, da geht immer unten lang. Man kriegt nur ein bisschen Damage, ist kein Problem. Aber ich denke, die Grafik macht hier der Blumen aus, oder? Ja. Ich höre eine Kiste. Wo? Hier hinten irgendwo. Wo wir gerade hinlaufen halt. Ah, hier ist eine Kiste. Ich hab eine. Da hat ein Stärketrank drin, ne? Warum ist da ein dicker Bogen? Kraftbogen. Ist was schwächer. Ich muss gar nicht nachgucken. Hier hinten ist noch einer. Ein besseres Entersäbel. Das, der ist besser als mein Hammer. Ich hab auch ein Entersäbel bekommen. Welche? Den Speer oder wie? Oh, Golem! Nicht auf ihn drauf gehen, Schild. Immer noch so stark. Oh mein Gott, der hält viel aus. Ich spiel viel mit Bogen. Bogen macht ja halt keinen Schaden. Fuck. Muss mal was Geiles droppen. Ist tot. Nice. Versteckte Kettenrüstung. Ach nee, ich hab nichts mal bitte kurz. Ich bin low. Ich auch. Ah, okay, geht wieder. Hm. Aber Dings, Yamato braucht noch. Ja, egal, tschüss. Okay. Egal, ich halte. Okay, das ist eine nice Fähigkeit. Müssen wir die Brücke drüber? Ja, ne? Ja, ja. Müssen wir. Man kann hier safe runterfallen, pass auf. Ich will aber nicht. Ja, ich auch nicht. Ah, denn, weil dein Ding, die Pfeile, die Blitze springen rüber. Ja. Das ist nice. Kiste? Edgar? Unterwegs. Okay. Da ist ein Hammer drin für mich. Ein Standardhammer aber noch. Der schlechte ist. Haben wir ja versteckte Kettenrüstung bekommen? Die ist direkt schon wieder besser. Kann ich mein anderes schon wieder direkt verwerten, Junge. Getreuende Rüstung. Das ist mein, das würde hier ran. Ich habe eine Rüstung, die gibt mir Speedboost, aber ich weiß nicht, wann der Speedboost immer tickt. Oder ist immer. Ich glaube, wenn du rollst. Wenn ich rolle? Nee, ist es nicht. Ich weiß nicht, wann der Speedboost angeht. Was sagt denn die Fähigkeit?
Geschwindigkeits-Energy? Geschwindigkeits-Energy, ja. Bei Aktivierung eines Artefakts. Ah, okay. Eines also Artefakts. Wenn du 1, 2 oder 3 drückst. Ja, ja. Hier ist noch eine Kiste. Kiste? Eine Kiste? Wow. Ja, ich stehe drauf. Aber ist es weit weg? Nee, kann ich was weit. Hier direkt in der Ecke. Ein Kraftbogen. Hab ich auch bekommen. Also man dürfte sämtliche Kisten, die versteckt sind oder so, glaube ich, mit so einem Sound hören. Ah. Warte, wie gucken wir nochmal an, wie viele Kisten noch fehlen? Karte öffnen. Dann steht unten links. Noch drei Geheimnisse und eine Kiste. Ja, wir müssen Dinger öffnen, Jungs. Explodieren lassen, meine ich. War mich doch vor. Was ist hier? Ah. Ich glaube, hier ist ein Mob Tower. Hier, hier ist ein Mob Tower. Das klatsche ich schon. Aber die Mission ist ein bisschen einfach, oder? Bis jetzt. Bis jetzt? Ich weiß ja, schau, was hat noch schwerer. Du weißt ja nicht, was noch kommt. Nee, das stimmt. Ab und zu wird es dort trotzdem knapp. Level up, was? Goldkiste. Warte noch auf uns. Du bist der Einzige, der nicht hier ist. Ich teleportiere mich. Ja, mach einfach. Ich stehe direkt drauf. Ja, ja. Oh, nein, nein, nein. Wir müssen da, wo du warst. Ja, ja. Aber er muss herkommen. Wo bist du denn? Alter. Oh, was Goldenes, oder? Ball. Ah ne, nur ein dicker Trank, Junge. Entersäbel. Entersäbel. Ein besserer oder ein schlechterer? Ja, ich guck gleich. Diamant-Pickaxe finde ich eigentlich ganz nice. Aber durch die Diamant-Pickaxe habe ich erhöhte Chance auf legendäre Items. Mhm. Legendäre Items oder Smaragde? Legendäre Items. Okay. Eisgolem, Elzangolem. Er geht hoch, aufpassen. Oh, der ist übel stark. Ich won it. Good job, Jungs. Ich hab einen grünen Hammer bekommen. Nice. Ich bekomme nichts bekomme ich. Pass auf, nicht reinlaufen. Mhm. Ich guck mir spät. Oha, das war knapp. Oh, ein Schwein. Er ist noch fast mein Lama getötet. Ein Schwein. Ich heal mich kurz. Bin gleich da. Was hat das Schwein für mich gedroppt? Den legendären Bogen! Als ob. Da steht Säbelklinge bei mir. Ja, das ist ein Bogen. Achso, lol. Was macht der? Heil Verbündete in der Nähe. Ja, wild. Ey, ich mach 150 Schaden. Können wir jetzt mal die Mission weitermachen? Ja. Oh, ich bin fast down. Ich hab's wieder nicht drauf geachtet. Ich bin gleich da. Okay. Pass auf, ich aktiviere noch was. Da ist so ein einzelner Raum, kann da noch wer hingehen? Ja. Oder soll ich das schnell machen? Geh du. Ich gehe schon weiter zum nächsten. Wir haben eins ausgelassen am Anfang, glaube ich, ne? Ja, ja, da gehe ich jetzt hin. Okay. Den einzelnen Raum meinte ich. Wie macht man das überhaupt an? Diese. Gegenhauen. Dann geht nicht. Oh, ich bin down. Dann ist es vielleicht schon ab. Nein, das leuchtet gar nicht. Und das ist noch hoch. Oh mein Gott, da ist knapp, Alter. Das muss Geld markiert sein, sonst ist das nichts. Es fehlt eh nur noch eins. Das ist bei Jugger auf der Seite. Ja. So, bin wieder da. Manchmal ist es echt sehr, sehr knapp, Junge. Mhm. Jugger, Kamehameha hart erstmal. Achtung, Jugger. Hier oben geht's noch. Okay, wir sind durch, Jungs. Ja. Dann komm. Ah! Ist hier oben noch eine Kiste? Ich guck mal rechts. Ne, ist hier oben ist ein Eingang. Hier ist ein Dungeon. So ein kleiner Nebendungeon. Ja, und da gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal rein. Ne? Na, lass den da reingehen noch. Ja. Da liegt ein Bogen! Da liegt irgendein Bogen! Ah, so ein gewünschter Kraftbogen. Scheiß drauf. Komm. Noch zwei Geheimnisse müssen wir finden. Ich glaube, das ist jetzt einer davon. Hier ist wieder eine Mob-Farm. Oder was auch immer das ist. Was ist das denn? Ich glaube, eine Mob-Farm. So wie vorhin. Ja, Mob-Farm. Okay, am Ende kriegen wir schon eine Kiste oder so. Kiste wahrscheinlich, ja.
Okay. Ah. Söldnerrüstung ist schlechter, aber. Die krieg ich wieder raus. Schon wieder bekomme ich nie. Ich hab nichts, wir gehören immer so. Schade, ich krieg nur schlechtere Sachen. Komm, ich sag euch, spätestens. Das einzig Gute war der grüne Hammer. Der grüne Hammer war das einzig Gute, was ich bekommen habe. Aber ich hab noch nicht wusste, was er kann. Ich hab meinen Diamant-Pickaxe behalten. Wo geht's denn lang? Hier unten bei mir, das könnte ich mit teleportieren. Ja. Wir sind schon gleich da, so weit hängen wir, glaube ich, hinterher. Mhm. Wir sind wirklich nicht weit. Wir hören dich auf jeden Fall auf den Mobs einschlagen. Ja. Ich gehe schon mal. Okay. Spaltest du deren Schädel? Ja, ja, normal. Deine Blitze sind einfach heftig. Edgar! Ah, Schweinchen! Drauf! Flammenköcher! Eisenhautamulett. Was ist denn ein Flammenköcher? Das ist ein Dingsbums, eine Fähigkeit, die ich unten reinmachen kann, ein Artefakt. Dann mache ich 11 mehr Schaden. Bogen. Ich habe meinen Hund mal rausgenommen. Ey, ich habe ein Amulett, was meine Rüstung für 100% verbessert. Das habe ich auch. Für kurze Zeit verbessert. Ich sage, okay, das hier ganz alleine. Ich habe eine Maschine in dem Game, Junge. Solo clear. Ich glaube, da kommt gleich noch irgendwas Dickes. Nur das Gefühl. Oh, ja, da kommt ein Golem. Noch ein Golem. Ey, lädt sich auf. Oh mein Gott, hier ist alles voll. Oh mein Gott, Jungs. Heil dich. Der boost ist gerade komplett. Der geht ja richtig aggro. Ich kill erstmal die Gegner von den. Pass auf, Jagger. Nein! Die Sackgasse! Ich hab getankt. Doch. Der ist stärker als die anderen. Der ist viel stärker. Warte einfach, bis er hier da ist. Er ist auf mich Fokus. Wo seid ihr? Oh mein Gott, einer von euch muss tanken. Ah, ich sterb gleich. Ich tanke. Nice, Jungs. Söldnerrüstung. War wieder schlechter. Ich krieg nur schlechteren Loot die ganze Zeit. Ich hab die aus diesen Golems das bekommen. Ich hab noch nichts, aus keinen einzigen bekommen. Ich hab einen Golem immer gut gehabt. Ich hab nichts bekommen. Ich schau mal kurz, was hier hinten noch ist. Hier ist nämlich noch so ein Abweg. Ja. Ich support mich dann einfach. Gegner. Ach lol. Ich bin zweimal gepawnt, ich Idiot. Weil ich zu schnell gedrückt habe. Tanken. Level Aufstieg, nice. So, hier sind Gems. Aber hier sind nur Gems, ne? Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als ob hier noch was ist, weil wir alles haben. Wir haben alles, das stimmt schon. Wir haben alle Truhen. Dann sind hier nur noch Smaragde. Dann geht er schon mal zum Ausgang, Schrubi, geht jetzt mal zum Ausgang. Okay, dann schau du mal, was da unten noch ist. Ja, ja. Ich kaufe dich. Ja, aber wie gesagt, du weißt schon, das ist ehrlich einfacher als die anderen Level. Ey, ist nichts mehr, Schubi, ist Sackgasse. Okay, ich geh raus und dann könnt ihr euch porten. Ja, ja. Findet ihr nicht, dass es viel einfacher als die anderen? Ja. Geht eigentlich. Viel, viel einfacher. Manchmal ist es ein bisschen schwer. Manchmal geht trotzdem noch. Die vielen Redstone-Golems sind nur ein bisschen nervig, finde ich. Nervig schon, ja. Obwohl, ja, wir kriegen die eigentlich auch relativ einfach geklatscht. Ja, ich finde es einfach einfacher als der vorige Folge. Auf jeden Fall. Wüste war schwerer. Ja. Wir haben alles. Ich habe, glaube ich, den Ausgang. Ja. Los, ja, wir sind schon. Soll ich rein oder auf euch warten? Hä? Wir sind schon lang raus. Hä?
Ich hab eine kleine Brain-Lag, Alter. Oh, sieht aus wie noch ein Bossfight-Kampf. Ja. Ja. Ich bin aufgesperrt. Muss ich rein teleportieren. Oh mein Gott, Junge! Was ist das denn? Boah, vielleicht wird's ja noch schwerer jetzt. Das Papagummel! Wir können die Maschine an der Seite aktivieren. Hey, ich komm nicht Schaden. Rein! Komm nicht rein! Du musst teleporten! Nein, ich komm nicht. Können wir damit Schaden machen? Ich glaube, wir können den damit Schaden machen. Ich probier's kurz aus. Ach du Kacke, was ist das? Nee, mach keinen Schaden damit. Ja. Oh mein Gott, ist das laut! Ich probier's aus. Lock ihn mal zu mir. Das ist der beste Bossfight bis jetzt. Aua! Lock ihn mal zu mir, Jungs. Lock ihn mal zu mir. Bitte. Doch, wir machen ihm, glaube ich, damit Schaden. Nee, ich mach keinen Schaden. Vielleicht treffe er einfach nicht. Vielleicht war er nicht drin. Warte kurz. Nee, mach keinen Schaden. War zu früh. Jetzt aber. Nee. Boah, das ist so laut, Junge. Aua. Achtung! Boah, Alter, Junge. Jetzt sehen wir, ob der Schaden macht. Er ist genau drauf. Es macht Schaden. Okay. Ich bin tot. Ja. Oh mein Gott, Junge. Mein Lama spuckt drauf. Feines Lama. Nein, mein Lama. Aua. Es ist eigentlich richtig einfach. Man muss ihn halt, wenn er zuschlagen will, gehst du einfach hinter ihn. Also, ja, zu deinem Rücken. Guck. Ist einfach runter. Alter, ist schon geil, Alter. Muss man sagen. Nein. Oh! Goldene Rüstung! Legendäre Rüstung! Ich hab noch ein legendäres Item. Ich hab auch legendäre Rüstung bekommen. Ich hab nichts bekommen. Elite-Kraftbogen, mehr Schaden. Renegaden-Rüstung. Legendär. Renegade-Rüstung? Renegade, ja. Renegade Raider, Junge. Die hat mehrere Fähigkeiten. Ich hab einfach einen Engelsbogen und einen Kraftbogen. Stark aufgeladene Fernkampfangriffe und mehr Schaden. Ich behalte beide. Ich hab eine Legi-Rüstung bekommen. Ich hab auch Legi-Rüstung. Nice. Ich hab Geschossabwehr auf full upgegradet. Alter, geil, Mann. Ja, komm, ich leuchte. Jo. Wartet mal, ich bin noch nicht dabei, euch zu zeigen. Ist das irgend so eine Aura oder was ist? Ey, weißt du, was das Geile ist? Ich glaube, ich bin voll gegen Geschütze immun. Achso, Jagger, kann es sein, dass du eine Brandaura hast? Ja, ja. Die Feinde in der Nähe anzünden? Die hab ich auch. Oben sind. Ich geh oben lang. Ja, ich auch. Ah, ist ein riesen Dungeon diesmal, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar der Hauptdungeon. Ja, auf jeden Fall. Aufzug? Hä, ist das nicht der Hauptweg? Oder kann das nicht der Hauptweg? Lol, das Ende. Feuerschmiede ist zerstört. LOL, Alter. Voll geil. Wir dachten einfach die ganze Zeit, es ist ein Nebendungeon. Ne? Ja. Also haben wir einfach was verpasst. Aber ist geil, Alter. Ja, war sehr nice. Okay, jetzt erstmal die Kiste öffnen. Eisenhautamulett. Yamato, 35 benutzte Gegenstände. Seelenheiler. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Aber wir haben nichts freigeschaltet. Wir müssen jetzt noch in die Kürbisweiden. Das haben wir beim nächsten Mal, denke ich mal. Und dann Wüstentempel und dann ist schon die Endburg, ne? Ey, ich hab ein richtig krassen Amulett. Halt den schwersten verletzten Verbündeten in deiner Nähe und einschließlich dich selbst. Dann machen wir es beim nächsten Mal auf jeden Fall, Leute. Dann das nächste Mal in den Kürbiswald und dann Wüstentempel, Leute. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, Leute. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde mich mal mega freuen. Und danke für den Support auf jeden Fall. Ja, tschüss. Ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao. Tschüss.